abgeflogene Jungfernschaft. Ein Märchen aus Dänemark. Es war einmal ein armer Knecht, der die Tochter des Bauern, bei dem er diente, sehr, sehr gerne hatte. Also wirklich gern. Eines Abends waren sie allein zu Hause und begannen Karten zu spielen. Da sie nicht viel hatten, spielte man kurzerhand um die Kleidung. Und als das Mädchen diese schon verloren hatte, setzte sie ihre Jungfernschaft. Und es kam so, wie es kommen musste. Er gewann. Jedoch durften die beiden nicht heiraten. Sie sollte einen reichen Bauernsohn ehelichen, von dem man sagte, würde er auf einem Felde voller Rüben stehen, wäre es nicht sicher, dass er der Intelligenteste auf dem Felde war. Der Knecht ging nun zu ihr und war durchaus ein wenig bockig, denn immerhin hatte er die Jungfernschaft gewonnen, würde sie nun aber dennoch nicht bekommen. Was ich dir versprochen habe, sollst du auch bekommen, erwiderte sie. Nun kam die Hochzeit und der reiche Bauernsohn wurde mit ihr getraut. Und als die Hochzeitsnacht begann, sollten sie ja zusammen ins Bett, denn so funktioniert das unter Eheleuten. Da sagt sie unverwandt zu ihm, »Ach, es ist doch so ärgerlich, dass ich beim Küster in der Kirche etwas liegen ließ.« »Was das denn wäre?« frug er. »Es ist ein Korb, in dem sich meine Jungfernschaft befindet.« »Da bietet es sich doch an, diesen zu holen.« Er springt also auf und will den Korb holen und bekommt ihn auch. Nun ist er allerdings neugierig und will einmal sehen, wie so etwas überhaupt aussieht. Gehört hatte er schon vieles, aber das war alles recht verwirrend und zudem widersprüchlich dazu. Er hebt also vorsichtig den Deckel des Körbchens empor und da fliegt ein Regenpfeifer hinaus. Und als er fliegt, sagt er tü, tü, und der Bauernsohn rennt ihm hinterher. Der Vogel verschwindet im Moor und der Mann, dessen positivste Eigenschaft das Geld des Vaters war, patscht von einer Pfütze in die andere und kommt vor Morgengrauen, vollkommen nass und verdreckt, nicht wieder nach Hause. Inzwischen allerdings, meine Freunde, war der andere bei der Braut gewesen und hat genau das bekommen, was sie ihm versprochen hatte. Nun kommt der Bräutigam hinein. »Oh, es war schlimm«, stöhnt er. »Deine Jungfernschaft ist mir unterwegs fortgeflogen und ich hab sie im Moor verloren.« »Ach, mach dir nichts daraus«, sagte die Braut. »Wenn sie nun einmal weg ist, dann ist sie eben weg. Damit müssen wir uns abfinden.« Und genau das taten sie. Und so waren alle drei sehr zufrieden.